Ich versuche, mein Spiel einfach zu halten, defensiv zu stehen, meine Schusskraft und Größe nutzen und was immer der Trainer möchte, versuche ich umzusetzen. Ich habe mit ein paar Jungs schon zusammen in Nordamerika gespielt, mit David Steckel zum Beispiel bei den Washington Capitals. Für mich ist er als Stütze in den ersten Tagen echt hilfreich. Außerdem habe ich schon gegen Danny Sivert und Brandon Siegel gespielt. Die beiden kenne ich also auch schon. Ein paar Jungs sind mir bekannt und es freut mich, dass sie hier im Team sind. Mein erstes Ziel hier ist, dass wir die Playoffs erreichen in dieser Saison, eine gute Hauptsaison spielen und dann sehen wir, was in den Playoffs passiert. Ich habe es letztes Jahr mit Berlin mitbekommen. Wir waren Zweite in der Tabelle und sind dann in der ersten Runde rausgeflogen. Man muss in den 52 Saisonspielen kämpfen, in die Playoffs kommen und dann werden wir schon sehen. Am Wochenende geht es gegen Straubing und Krefeld. Gegen Straubing habe ich letztes Jahr mit Berlin nicht gespielt. Krefeld kenne ich, aber es werden bestimmt wieder enge Spiele. Alle Teams sind ungefähr auf dem gleichen Level. Es könnte ein Tor immer entscheidend sein. Das wird schon. Defensiv gut stehen und unsere Größe und Schnelligkeit nutzen. Ja, ich denke, wir haben also die ersten beiden Spiele gut gespielt. Also viele Torschüsse gehabt, leider zu wenig Tore gemacht. Und ja, jetzt hoffen wir auf ein neues. Also wir sind bereit, haben gut trainiert die Woche. Straubing haben wir schon zweimal gespielt in der Vorbereitung. Kennen sie, also war jetzt immer ziemlich eng mit denen. Aber ich denke, wichtig wird es halt sein, auch zu Hause jetzt vor allem die 3 Punkte zu holen. Ja, hoffentlich ein aufregendes Spiel. Wir haben in der Vorbereitung einige Male schon gegen Straubing gespielt, beziehungsweise zweimal. Wissen, dass es ein brandgefährliches Team ist. Über Konter sind sie immer gefährlich. Und hinten stehen sie halt kompakt hinten drin. Da müssen wir gucken, dass wir die Wege finden, um da zum Erfolg zu kommen. Ja, du sagst, das auswärts 3 Punkte einzufahren ist natürlich ganz wichtig. Ja, für mich denke ich irgendwo was Besonderes, das erste Mal als Gast im Königspalast zu spielen. Ich denke, die Krefelder haben eine gute Mannschaft dieses Jahr. Genau wie am Freitag auch müssen wir auf der Lauer sein. Ich denke, die haben einige schnelle Leute nach vorne, kommen gefährlich über Konter und stehen hinten drin kompakt. Wie gesagt, wir müssen gucken, dass wir unseren Spielplan durchziehen und auch da 3 Punkte einfahren. Ja, Krefeld hat man letztes Jahr, also Wahnsinn Spiele. Und ja, also wie gesagt, Krefeld auf jeden Fall eine gute Mannschaft. Die haben jetzt neue Spieler drin. Und wenn man den Trainer kennt, also die spielen also Vollgas. Also wird sehr viel Schlittschuh gelaufen, vorgecheckt. Und da müssen wir auch sehr gut dagegen halten. Jetzt einen neuen Team, Milan. Wie ist denn der erste Eindruck? Ja, sehr gut. Also zur letzten Frage, also hat man mich gefragt, ob wir kleiner sind. Ich glaube, jetzt sind wir wieder genauso groß wie letztes Jahr und ja, man sieht, also hat einen sehr guten Schuss. Ich hoffe, dass er der Mannschaft weiterhelfen kann und ja, dass wir so viele Siege einfahren wie möglich.